Heimatbühne Werderberg, barfuß bis zum Hals, ein Lustspiel, Herbsttournee 23. Und das rechts, das sind Darstellerinnen und Darsteller, voll motiviert. Ich habe Proben hineingeschaut, beim BCB, eine der ersten Proben. Ja, und dann sind sie überrascht gewesen. Jetzt ist der auch wieder da. Natürlich ist der wieder da. Aufführungen? Premiere zu Bux am 14. Oktober, könnt ihr lesen, dann im Unterdorf, dann Rüti, Oberschau. Ihr habt also noch einen Haufen Möglichkeiten, um das Stück anzuschauen. Es lohnt sich. Einfach mal in die Probe reingeschaut und ein paar Fragen gestellt. Hast du es voll im Griff, gell? Voll, ja, sicher. Was spielst du noch im Theater? Ich bin Karin Sutter und spiele Journalistin. Nein! Ja, ja. Und da machst du Gärtnerin? Ja, fast. Nein, noch ein bisschen Dekoration für das Bühnenbild fertig machen. Und da passt der Journalistin. Das ist super. Ich bin sehr schmal dabei und das ist eine super Rolle für mich. Kann man ein bisschen frögeln, gell? Muss man. Ein bisschen gewinnerig sein, ja. Verstehst du es da? Was schaust du? Immer einen Test machen, Mikrofontest. Aha. Ja. Aber das hast du wieder aufgedrängt, gell? Nein. Komm jetzt. Ich bin einer, der alles macht, oder? Mich kann man zu allem brauchen. Ja. Hast du wieder eine lustige Rolle? Ja, gute Rolle habe ich. Ja, ja. Lustige nicht unbedingt, aber eine dominierende. Da! Ja, was ist denn das? Da! Da! So sprachlos. Kennt man die ja gerne nicht. Ja, hoffentlich bleibt der Zustand noch. Bei der Mosima sind alle Paare, sind alle jetzt Leute auf dem Hof. Ja, hoffentlich auch. Das ist für das neue Projekt, für einen Wettbewerb. Der neue Campingplatz. Unsere Gemeinde wird gewinnen. 25'000 Franken. Aber da sind alle barfuß. Ja, und jetzt? Barfuß bis zum Hals. Was? Auf dem neuen Campingplatz sind alle Blut. Geil! Du bleibst da. Blut? Erzähl das nochmal ganz genau. Also, ich war gerade bei den Geissen und da habe ich es gesehen. Geiss? Nein, die Blutte! Ich wollte sie gerade melken. Die Blutte! Nein, die Geissen! Oh, denen ist verschreckt, das Milch im Mutter stecken geblieben. Der Geissen? Nein, der Blutte! Der Geissen, die bringen alles durcheinander. Sitz doch her und trink einen Kaffee. Ich brauche jetzt keinen Kaffee, ich brauche einen Schnaps. Endlich! Haben wir einmal etwas Cooles in unserem langweiligen Sackbach? Ich glaube, mir trifft der Schlag. Die Mosima? Hast nicht du als Gemeindepräsident von unserem ruhigen und schönen Örtli die ganze Sache eingefädelt? Ich? Jetzt soll ich schon sein? Der Huber hat doch den ganzen Vertrag eingefädelt und mir zur Unterschrift. Huber, der soll da herkommen! Ja was, der Huber? Dein Gemeindesekretär? Ja, der! Der war mein Sekretär. Du quakelst da hin und her, bist ein bisschen nervös, schätze. Nein, ja, ich bin nur nervös mit dummen Filmen. Aha, oi, wo kommt denn da für einer? Komische Zeug da, ha? Journalistin? Huber, ja, Huber. Ja, das ist Journalistin, ja. Ja, und der vorne, wer ist der, der dort fährt? Was hat der für eine Rolle? Welcher vorne? Der, der gefahren ist. Der gefahren ist, ist mein Sekretär. Ich also, bin der Gemeindepräsident und ich habe einen Sekretär. Aber er folgt mir nicht immer. Er macht doch einen Scheissdreck hinein wieder. Ja. Aber für dich ist Theater super. Bist du der Chef, hast du einen Sekretär? Ja, eigentlich. Heute bin ich mal der Chef, da bin ich nicht immer am Leben. Aber heute, jetzt bin ich mal der Chef. Und aber ich mache einen Scheissdreck. Also ich muss das wieder ausbaden. Aber wie es ist bei der Gemeinde? Der Gemeindepräsident muss viel ausbaden. Genau. Und keine Liebesgeschichte? Ja. Nein, eigentlich ist keine Liebesgeschichte, nicht gross. Es sind mehrere Frauen, die in barfuß bis zum Hals. Es sind mehrere Frauen, die dann aktiv werden. Und ich habe ihr als Willkommensgeschenk noch ein paar selber gelismete Socken geschenkt. Ja, die brauchen sie jetzt auch nur noch auf dem Sonnenhof. Aber die ist doch so etwas von intelligent, so eine dynamische Geschäftsfrau im landwirtschaftlichen Bereich. Ha. Im Textilfreien offensichtlich auch. Jetzt können wir das Preisgeld von 25'000 Franken vergessen. Dabei wäre das für die Gemeinde so wichtig gewesen. Den Zustoff hätten sie gut können brauchen. Aber jetzt soll der Huber antanzen. Ich bin hässig.
Ja, schau da, wenn er vom Teufel redet, da kommt er ja auf seinem Drahtesel. Aha, die ganze Familie Tanger anzumergeln. Also, mir ist der Appetit vergangen, so eine Blamage. Was super. Ist los mit euch? Los geht's. Bist du Journalistentaxi? Ja, natürlich. Geht's. Was bist denn du von der Rolle? Gemeinschreiber von Sackbach. Hoi, hoi, hoi. Also mit dem Kressig, der ist Präsident und du bist der Schreiber? Ja, ich bin in Recht haben. Ja, und jetzt führst du die Journalistin um? Ja. Aber ist das nicht ein Vertrauensmissbrauch? Nein, da? Nein, nein. Na, du sagst ja sicher Sachen, die du nicht darfst. Ich schaue zum Recht, dass alles richtig läuft. Dann werden wir mal schauen, ob du das schaffst da mit dem Willen. Jawohl. Bist du bereit? Ja. Voilà, wir können! 1, 2, 1, 2. Ich denke, jetzt machen wir erst einmal. Tipptopp, jetzt. Bist du Frieden? Heule, du! Jetzt ist gut, Hans. Tipptopp. Ich kann nur mehr hören. Nein. Weißt du noch mal? Entweder, cool. Also, schau, entweder da oder da, wo abgehellt wird. Ja. Ich bin zu Flösin und ja, so, mache ein bisschen für Trick wie sie. Hast du gehört, die Frauen, wie sie gesagt haben, sie gehen in die Weste, die anderen zu Tumblr? Ja, ja, das ist toll, wenn wir alle miteinander arbeiten, oder? Gibt ein gutes Team. So. Könntest du den Text oder musst du zünftig soufflieren? Nein, eigentlich nicht mehr. Und so wie man jetzt geübt hat, braucht es mein Flüstern fast nicht. Am Anfang schon, aber dafür hatte ich auch das Gefühl, so, jetzt bin ich wirklich einmal gebraucht. Aber das ist so schnell gegangen, die Szenenübungen, die haben es nach diesen Szenen so schnell gelernt, das war fantastisch. Musst du jemanden mal anlachen? Ja, ja, sehr. Ich habe auch geklatscht, wenn es schön war. Immer. Das tut ihnen auch gut. Was ist da für eine Rolle da? Sie hat mal die Rolle zum die Leute anständig anlegen. Nein, du tust Wäsche und Tumblr, habe ich gehört. Wäsche, Tumblr, Schminken, Frisieren, alles miteinander. Alles. Ein Wahnsinn, das unglaublich. Du. So willst du es? Ja, weißt du, will nachher mit dem Bändeli. Ja, das muss ich jetzt ja noch nicht rein tun. Wenn ich die Frisur rein habe. Nein, aber dann passt es eben dann. Weißt du, jetzt macht es noch keinen Sinn. Aber nachher dann schon. Gut. Amen. Ist noch der Gemeinspräsident schon der ganze Museum? Sag, hast du eigentlich keine Arbeit? Mol. Sehr gut. Was ich? Was soll sie? Hopp, hopp, ab und an, aber ein bisschen alle. Oh, immer wenn es interessant wird. Und nimm gerade das Morgen noch mit Ihnen. Ja. Zurück zum Thema. Was heisst? Eben nicht für einen normalen Campingplatz, sondern für einen FKK-Campingplatz. Ja, natürlich, FKK. Fröhliches Kindercamping. Wohl eher Freikörperkultur. Freie Körperkultur. Freikörperkultur. Ein Campingplatz für Nackte. Das ist aber nicht dein Ernst. Das ist doch alles schlechter Witz, oder? Willst du mich eigentlich verarschen, oder wie? Da wären wir noch mal beim Thema Arsch. Was habe ich da noch gemacht? Was habe ich da noch gemacht? Besser gesagt, was hast du noch gemacht? Wieso ich? Du hättest mich müssen informieren über die Situation. Ja, genau. Du wüsstest, was FKK heisst. So ein Fiasko, du. Also, wenn das wahr ist, dann bist du mein Sekretär gewesen. Was kann ich dafür, bitte schön? Du hast das Dossier durchgelesen und unterschrieben. Und wahrscheinlich wieder mal nicht verstanden. Ein schön roter Teufel, du, hä? Gefällst du dir so? Ja, wunderbar. Sieht rassig aus, hä? Jetzt einmal so auf Bahnhofstrasse buchst, nicht? Ich glaube nicht.
Was bist du denn überhaupt? Ich bin Carmen. Und du musst den Gemeindepräsidenten verführen? Nein, der Sekretär vom Gemeindepräsidenten. Sind beide ein bisschen alt, he? Ja, ist jetzt nicht ganz in meinem Alter, aber es ist voll okay. Ich weiss es eben auch nicht, ich spüre es nicht so ganz. Weißt du, schau mal gegen aufwärts. Wow, der Augenaufschlag. Schön weisse Zähne, gell? Ja. Du, da würde alles passen. Ach, das muss denn sein. Hast du es im Theater auch lustig? Ja, ist auch lustig, wirklich. Kannst du den Text? Ich hoffe es, mehr oder weniger. Cool. Und was machst du als Journalistin da hinter dem Kanzlist auf dem Velo? Ah, das ist dann meine zweite Rolle. Ah. Ich tue eben noch ein bisschen den Gemeindepräsidenten ein bisschen verarschen. Aha, okay. Ja, das gehört einmal. Ja, das ist dann eben meine zweite Rolle, werde ich mit dem Velo transportiert. Barfuß bis zum Hals. Das ist nicht ganz jugendfrei, he? Ja, wohl, aber. Meinst du? Ja. Wenn ich cool schaue, dann sehen wir es. Ja, ist schon. Ja, ja. Also, da schaue ich immer wollte, aber es kommt schon gut. Nein, da dürfen noch Kinder, das ist kein Problem. Und natürlich einmal Bühne, einmal mehr wieder, gell? Super Kulissen, man sieht es hinten da, hat noch ein bisschen Schnee drauf. Der Arena Fleck ist noch wie Huttenhahn. Das ist wahrscheinlich so gefahren, so Ende März oder so. Ja, ich weiss es nicht. Auf jeden Fall ist es eine super schöne Kulisse, wieder mal etwas anderes, gell? Nein, ist schön, gefällt mir selber. Und was spielst du? Ich bin der Knecht, der Franz. Nein? Ja. Jetzt bist du daheim der Chef und da der Knecht? Ja, ich bin daheim auch der Chef. Ah, der Knecht. Nein, dann habe ich noch Servierboy bei einem Falona. Aha. Ja, ja. Eben, haben manchmal mehrere Rollen, gell? Ja, ja, da bin ich beides. Siehst du? Ja, ja, das. Warum spielst du Theater? Ja, weil es mir Spass macht. Und hast du noch Zeit dafür? Ja, muss einfach. Zeit hat man nicht, aber es tut mir gut und gefällt mir. Und, ja. Musst du noch Milch und Herpfeln nutzen? Ja, ja, alles miteinander. Ja, ja. Und dann kannst du mir dann auch ein bisschen Text lernen? Ja, dann lerne ich Text. Ja, ja, ungefähr so. Ja, ja. Hoi, schau, das ist die Regisseurin dort. Jawohl. Hoi, hoi, die ist aber zackig auf Weg. Die ist zackig auf Weg, ja, die ist eine gute. Ja. Ja, ja. Muss man folgen, ha? Ja, da muss man dann folgen, ja. Nein, nein, die macht es sehr gut. Jetzt macht das das erste Mal bei uns und ja, es kommt gut. Ich bin Techniker. Ah, der Techniker? Ja, wir haben das gerade. Und du bist die Regisseurin? Hey, ich probiere es selber. Wahnsinn. Ich bin eher als Bauer. Gell, ist... Mann! Ja, dann musst du die Dings fragen. Der Bauer, habe ich einen Bauer dort? Der kommt genau, raus. Man muss jetzt noch schnell das Geräusch aufnehmen, sonst tut es nicht. Ich bin Magd auf dem Tannerhof. Hoi, hoi, hoi. Ja, dann kenne ich den Knecht. He? Ja, genau. Du bist so zufrieden nicht... mit dem Knecht? Ja, er ist nicht so mein Kollege. Nee. Ja, wieso nicht? Ja, er ist ein bisschen doof und nicht so der Geschwinst und schnallt nicht so alles, was er sollte. Das ist ein Vorteil für Frauen, oder nicht? Ja, ja, aber ich reg mich eben ein bisschen auf über die Männer. Hoi. Ist ein bisschen schwierig mit den Männern bei mir. Schau hier. Aha, dann muss ich es verkehrt. Okay. Dann habe ich es verkehrt. Ja, das Mädchen übernimmst du schon, oder? Was ist los? Ja, ich bin ja Magd, ich muss alles machen. Das ist das Problem. Einfach in den Knecht, wenn du aus Pulver wert bist, gell? Ja, genau. Wegen dem. Ja, wegen dem. Wegen dem. Was ist denn los mit dir? Lange das nicht. Ich muss den Stall rausmischen. Ich kann ja auch nicht Geiss melken. Ah, warte mal. Ja, dort habe ich schon nicht viel vorige Zeit. Du musst ja an der Stall liegen, dann, gell? Mhm. Aber... Ja, das kann ich auch. Ich habe ja jetzt vorige Zeit. Nein, weißt du, weil wir ja den Tisch nicht mehr verschieben müssen, habe ich Vorzeit. Gut, dann kann ich die Stühle hier parat machen, dass nicht zu weit muss laufen. Genau, die Stühle sind dort und der Liegestuhl. Dann bringst du zuerst den Liegestuhl und nachher bis er wieder die Stühle. Ja, das ist gut. Ja, das ist kein Problem. Ich habe genug Zeit, weil sie kann nichts tragen. Und jetzt muss man sie üben, wenn sie dann noch nicht ohne Stecken läuft, muss man sie so machen. Ja, ja, das ist kein Problem, weil wir müssen den Tisch nur machen. Du machst aber erst mal Regie, gell? Bei der Heimbühne schon, ja. Aber sonst hast du auch schon mitgespielt, gell? Ja, 5 Jahre habe ich gespielt. Ja. Und gefällt es dir da, so zum Regie machen? Ja, ist neu, eine andere Erfahrung wieder, aber ist cool. Und immer wieder neue Situationen, gell, wo man so reingeht. Sag mal nicht, man muss schon sehr flexibel sein. Es hat das Band abgerissen, gell? Jetzt musst du dich schauen, dass das, ihr noch geholfen wird irgendwie. Ja, halt, ich kann jetzt nichts umtragen, jetzt muss man es halt ein bisschen schieben. Ja. Aber Gott dann schon.
Hard to take, he? Bist irgendwie, hast du etwas gemacht und spielst gleich mit? He? Ja, der Hausdienst ist halt einfach sehr gefährlich. Gell? Wahnsinn. Und eine Bäuerin sein, ist ja schon recht gefährlich. Das ist so, ja. Das ist so. Aber irgendwie, du bist schon mehr dabei gewesen, gell? Das gefällt dir. Warum kommst du, wenn wir gut Theater spielen? Ja, Kollegschaft vor allem. Und es ist spannend und toll. Es ist einfach nur toll. Das Haus im Theater ist so ein Charmeur wie jetzt in der Ewald. Immer. Immer? Immer. Wow! Danke, das ist mir am Fall meine Frau. Aha. Das ist meine Frau im Theater. Im ja, Theater. Ja, aber hast du sonst ein paar andere Frauen? Ja, nur noch eine. Ja, und das akzeptierst du einfach voll? Ja, sie hat wenigstens den gleichen Namen wie ich. Okay. Es ist für ihn weniger kompliziert. Sie ist sehr wenig als Frau. Ich habe mir vorgestellt, dass sie mehr sehen, aber ich bin eigentlich mehr mit mir beschäftigt. Und die Frau mit sich. Und fahrt dann mit dem Massima vorbei. Nicht die alte Kuhwein, das ist schneller. Schöner Ausblick, gell? Was siehst du? Sicher nicht die neue Modekollektion. Ach komm, gib auf, ich will auch mal schauen. Jesus Maria! Du, Pfarrer und FKK, passt da nicht zusammen, hä? Mul, perfekt. Hä? Perfekt. Ja, wie denn? Zum Taufen ist es gescheiter, wenn man keine Kleider anhat. Du bringst mit deinen blöden Wettbewerbsideen das ganze Dorf zum Dropsi. Alles ist vereinbart, gemäss Vertrag. Nein, mit dieser Idee kann man sich nicht vertragen. Schau mal, Mosima. Das dreckige Tassli an. Ja, und? Genauso dreckig wie deine Gedanken. Ha, jetzt schau mal genau das Tassli an. Ja? Es hat den Sprung, wie du in der Schüssel. Blödsinn! Ich habe ja gar keine Schüssel. Heilandsack, kannst du noch aufpassen? Nein, jetzt kommt er schon wieder vom Nackthof. Ich schaue schon. Ja, auf die jungen Hübschen, die nichts anhaben. Alles, was nicht so aussieht wie du, ist schön, Crescentia. Du brauchst auch etwas Geld zum das ist doch gut, du musst das spielen. Das ist immer der Lohn. Oh, was haben wir denn hier für einen hübschen Dame gesucht? Hä, nur? Hoi zusammen. Suchen wir etwas? Hoi? Kannst du uns sagen, wo der neue Campingplatz ist? Der mit der Pluto. Ganz genau, FKK. Ja, ja. Er ist ja da hinten. Und wenn die Eulen so anschaut, könnte ich mir dann schon noch vorstellen, all vorbeizukommen. Aber du weißt schon, dass dort nur Adamskostüm erlaubt ist. Ja, ja. Und für dich ein Zebrakostüm. So ist es. Dann gibt es ja tatsächlich ein Paradies. Nicht, dass du den Einsatz verpasst. Nein. Simi, komm, geh abrechnen! Ja, die Nuren, gell? Du störst. Verdammt! Ja, soll ich doch mal schnell dort durchgucken? Nur ganz kurz. Spreizwisch! So etwas habe ich jetzt ohne nie gesehen. Wem gehört euch das? Franz, du musst noch die Sauer futtern. Was hast du dort? Ja, meine Hasentänke. Das sind doch keine Hasen. Mein Nastüchli. So, so. Dein Nastüchli. Mein Doppelnastüchli. Du Grüssel! Alle Männer sind Grüßler! Und das alles wächst der Mosima und der Schweinerei! So, da hast du! Barfuß bis zum Hals. Die Heimerbühne Werderberg bringt FKK ins Werderberg. Etwas ganz Neues. Und die Heimerbühne Werderberg bringt durch viel, viel Spass und wirklich eine schöne Übung. Ihr seht hier bis zum 11. November habt ihr noch die Möglichkeit, euch eine von diesen Vorstellungen anzuschauen. Viel Spass!